Bis jetzt ist man davon ausgegangen, dass es Gabrielle Agreste bzw. Hawk Moth ist, der die Miraculous von Ladybug und Cat Noir an sich reißt. Nie hätte man gedacht, dass Ladybug und Cat Noir ihm diese freiwillig geben würden, zumindest nicht, da beide nicht wissen, dass Hawk Moth die Miraculous für die Wiederbelebung von Adriens Mutter braucht. Es wäre, dem Handlungsverlauf der Serie zufolge, eigentlich nachvollziehbarer, wenn es Hawk Moth eines Tages gelingen würde, Ladybug und Cat Noir zu besiegen. Denn immerhin akkumatisiert er in jeder Folge eine wütende Menschenseele und nutzt deren Wut und Trauer aus, um an die Miraculous von Ladybug und Cat Noir zu gelangen. Was wäre aber, wenn nicht Hawk Moth die beiden besiegen würde, sondern der umgekehrte Fall eintreten würde? Wie könnte dieses Szenario aussehen? Hier eine Theorie. Als Gegenleistung verlange ich nur Ladybugs und Cat Noirs Miraculous. Nun sättigt euch mit Liebe! Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, zeig es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere Trendshow und sei gespannt auf die nächsten Videos. Emilies Erwachen. Immer wieder erhalten wir einen kurzen Eindruck von Adriens Mutter Emilie Agreste. Wir wissen, dass sie blondes Haar und strahlend grüne Augen hat. Die Ähnlichkeit zu Adrien ist unbestreitbar. Adrien verwendet ein Bild von seiner Mutter als Hintergrundbild auf seinem PC, auf dem seine Mutter 17 Jahre alt ist und ein blaues Top oder ein blaues Kleid trägt. Ihre Haare fallen ihr sanft in einem Pferdeschwanz über die Schultern. Auch Marinette weiß um die Zuneigung, die Adrien für seine verschwundene Mutter hegt. Denn Marinette und Adrien sind in dieser Theorie mittlerweile ein Paar und wissen auch von den geheimen Identitäten des jeweils anderen. Das geht so weit, dass Marinette sich gerne einmal in Ladybug verwandelt, nur um ihrem Freund zu zeigen, dass er die ganze Zeit in die Richtige verliebt war, nur zu blind, um zu erkennen, dass es sich um Marinette handelte, auch wenn man das Gleiche über Marinette sagen könnte. Marinette und Adrien sind glücklich miteinander, aber es gibt Momente, an denen Adrien einfach nicht über den Verlust seiner Mutter hinwegkommt. Vor allem in stressigen Situationen, etwa bei mehreren Klausuren auf einmal oder Problemen mit seinem Vater wünscht er sich, dass seine Mutter da wäre, um ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aber er weiß, dass sie das nicht kann. Und auch Hawk Moth hat nicht aufgehört, Menschen zu akkumatisieren, weshalb Adrien, alias Cat Noir, noch mehr Verantwortung in seinem Leben zu tragen hat. Aber ein Kampf zwischen Hawk Moth und Ladybug und Cat Noir soll Adriens Leben komplett verändern. Denn in einem Kampf steht Hawk Moth höchstpersönlich Ladybug und Cat Noir gegenüber. Da Hawk Moth die meiste Zeit andere akkumatisierte Schurken die Arbeit für ihn hatte machen lassen, kennen sich Cat Noir und Ladybug viel besser in den Verstecken der Stadt aus. Während des Kampfes können sie Hawk Moth also in einen Hinterhalt locken, wodurch es Ladybug schafft, Hawk Moths Akuma einzufangen. Aber was dann passiert, hätten die beiden nicht geglaubt. Denn da Ladybug den Akuma eingefangen hat, muss sich der Schurke logischerweise wieder in seine zivile Gestalt zurückverwandeln. Sie sind schon gespannt, wer die Person ist, die ihnen all die Zeit so viele Schurken aufgehetzt und Paris unsicher gemacht hat. Wer könnte so grausam sein? Hawk Moth verwandelt sich zurück und bricht, sichtlich niedergeschlagen und erschöpft, zu Boden. Er nimmt seine zivile Gestalt an. Beide können es nicht fassen. Gabrielle Agreste ist Hawk Moth. Auch wenn es wenige Male Andeutungen gab, dass Hawk Moth und Gabrielle Agreste ein und dieselbe Person sind, so blieb seine Identität doch geheim. Cat Noir schreit vor Erstaunen und Entsetzen und Ladybug ist ebenso sichtlich überrascht. Während Gabrielle Agreste sehr geschwächt ist und sich kaum auf den Beinen halten kann, keucht er und weiß nicht, was er tun soll, jetzt da seine geheime Identität aufgedeckt wurde. Beide wissen zunächst nicht, was sie tun sollen, denn die Reaktion von dem gestürzten Hawk Moth ist anders als erwartet. Anstatt dass er sich auf die Flucht begibt und wie wild herumflucht, sinkt Gabrielle Agreste erschöpft zu Boden und gibt sich sichtlich geschlagen. Er hat eingesehen, dass er verloren hat. So haben Ladybug und Cat Noir Hawk Moth sich nicht vorgestellt. Natürlich ist es für Cat Noir viel schlimmer zu verkraften, dass sein eigener Vater der Bösewicht ist, gegen den er all die Zeit gekämpft hat. Meine Mutter hatte auch Schwindelanfälle, so wie Nathalie. Da sagte mein Vater auch, es sei nichts Ernstes.
Aber auch wenn Gabriel Agreste nicht besonders viel Zeit mit seinem Sohn verbracht hat, erkennt Adrien, dass das Schurkensein seines Vaters einen besonderen Grund gehabt haben muss. Aus diesem Grund überredet er Ladybug, dass sich beide in ihrer zivilen Gestalt zeigen, um so mit Gabriel Agreste reden zu können. Marinette zweifelt zunächst, vertraut Adrien allerdings und willigt schließlich ein. Adrien fragt seinen Vater, wieso? Aber sein Vater ist zu erschöpft, um zu sprechen, und flüstert nur, morgen, mein Sohn, morgen werde ich es dir sagen. Gabriel Agreste scheint so geschwächt zu sein, dass er nicht einmal erstaunt ist, dass sein eigener Sohn Cat Noir oder Marinette Ladybug ist. Sicherlich ist es nicht nur die Schwäche, sondern auch seine Enttäuschung gegenüber der Tatsache, dass er endgültig besiegt wurde und dass er den Traum von einer Wiedervereinigung mit seiner Frau und seinem Sohn endgültig begraben muss. Allen dreien geht in dieser Nacht sehr viel durch den Kopf. Adrien beschließt, bei Marinette zu übernachten, da er erstmal nicht auf seinen Vater treffen möchte, bevor dieser ihm nicht erklärt hat, wieso er all die Zeit Bösewichte kreiert und Ladybug und Cat Noir das Leben so schwer gemacht hatte. Ihm fällt es schwer einzuschlafen und Marinette bleibt mit ihm so lange wach, bis die Müdigkeit schließlich siegt. Auch Gabriel Agreste hat sich in seinem Heim viele Gedanken gemacht und realisiert erst jetzt wirklich, dass er die ganze Zeit gegen seinen Sohn und dessen Freundin gekämpft hat. Wieso ist ihm das nicht früher aufgefallen, wo sein Sohn mit ihm doch unter einem Dach lebt? Ist sein Traum, seine Ehefrau zu retten, nun für immer zerstört? Gabriel bleibt nicht lange allein. Bald schon gesellt sich Nathalie zu ihm, denn mit den Jahren hat sie ein gewisses Gefühl dafür entwickelt, wann es ihrem Chef gut geht und wann er lieber Unterstützung braucht. Sie bemerkt, dass sich etwas Grundlegendes verändert hat, als sie auf Gabriel trifft, denn so niedergeschlagen hat sie ihn davor noch nie gesehen. Als sie ihn bittet, ihm zu erzählen, was passiert ist, zögert er zunächst, aber als sie schließlich ihre Hand auf seine Schultern legt, beschließt er, sie einzuweihen. Natürlich ist auch Nathalie überrascht, aber im Gegensatz zu Gabriel sieht sie darin noch Hoffnung. Sie erklärt ihm, dass es ein enormer Vorteil ist, dass Adrien und Cat Noir ein und dieselbe Person sind. Denn schließlich wollte Gabriel Agreste Adriens Mutter wieder zurückholen und wer, wenn nicht Adrien, könnte ihn in dieser Sache besser verstehen. Gabriel glaubt zunächst nicht daran, dass Adrien ihm verzeihen könnte. Immerhin hat Gabriel eine Vielzahl seiner Freunde akkumatisiert und auch mehrere Leben in Gefahr gebracht. Aber Nathalie kann ihn letztendlich überzeugen, sodass er sich einen Plan überlegt. Marinette und Adrien gehen am nächsten Tag in die Schule und diskutieren, wie sie jetzt weiter vorgehen sollen. Ich bin mit dem besten Manga-Verleger Japans befreundet. Ich kann mit ihm über deinen Comic reden, wenn du willst. Adrien weiß immer noch nicht, ob er zu seinem Elternhaus zurückkehren soll, da er sich ehrlich gesagt vor der Wahrheit fürchtet. Er hat immer gewusst, dass sein Vater ein sehr reservierter und in sich gekehrter Mensch ist, aber ein Bösewicht, das hätte er ihm nicht zugetraut. Schließlich gab es zwar wenige, aber immer noch einprägsame Momente zwischen Vater und Sohn, in denen er seinem Sohn deutlich gemacht hat, wie viel Adrien ihm bedeutet. Wie könnte er seinem Vater also die ganze Geschichte mit Zerstörung und Akkumatisierungen unschuldiger Menschen verzeihen? Warum hat sein Vater das getan? All diese Gedanken schwirren Adrien durch den Kopf und er weiß, dass er auf seinen Vater treffen muss, damit endlich Ruhe in seinem Geist einkehrt. Marinette bemerkt natürlich, dass Adrien sichtlich angespannt ist aufgrund der neuen und seltsamen Situation, aber möchte ihm nichts einreden. Als die Schulglocke läutet, machen sich beide auf den Weg zur Bäckerei von Marinettes Eltern, denn Adrien fühlt sich noch nicht bereit, nach Hause zurückzukehren. Als sie laufen, erhält Adrien eine unerwartete SMS von seinem Vater. Bist du bereit? Steht in der SMS. Adrien liest die SMS laut vor und sagt ebenfalls vernehmlich, nein, das bin ich nicht. Aber Marinette lächelt ihm in diesem Moment ermutigend zu. Beide bleiben stehen und schließlich drehen sie sich um und gehen zu Adriens Vater. Dort angekommen erwartet sie bereits Gabriel. Er ist nicht überrascht, dass Marinette Adrien begleitet hat und führt die beiden direkt zu dem Porträt von Emilie Agreste.
Adrien ist nervös und als sein Vater ihm sagt, dass die beiden gleich verstehen würden und dass er das alles nur für seine Familie getan hat, kann Adrien nicht anders und umarmt seinen Vater. Auch wenn er immer noch nicht weiß, was sein Vater genau damit gemeint hat, sagt ihm seine Intuition, dass sein Vater kein schlechter Mensch sein kann, sondern dass es eine nachvollziehbare Erklärung für sein fragwürdiges Verhalten geben muss. Also führt Gabriel seinen Sohn und Marinette in das Geheimversteck, in dem seine Mutter wie Schneewittchen in einem gläsernen Sarg liegt. Bei ihrem Anblick verschlägt es sowohl Adrien als auch Marinette den Atem. Beide verharren einen Augenblick sprachlos, als Gabriel anfängt, seine Geschichte zu erzählen. Er weiht die beiden darin ein, dass Adriens Mutter einst die Trägerin des mächtigen Pfauen-Miraculous war. Leider war dieses beschädigt und je länger seine Mutter das beschädigte Miraculous trug, desto kränklicher wurde sie. Leider erkannten weder Emily noch Gabriel das Ausmaß der möglichen Schädigung, sodass sie das Übel des Miraculous erst erkannten, als es schon zu spät war. Emily wurde zu einem wahren Dornröschen, das sich nicht mehr regte und weder durch verfügbare Miraculous noch durch Medizin aus ihrem Schlaf geweckt werden konnte. Es gab im Endeffekt nur noch eine Lösung: die Vereinigung des Marienkäfer-Miraculous und die des Katzen-Miraculous. Denn zusammen sind sie das Yin und Yang unseres Universums und machen den Träger sozusagen unschlagbar. Hawkmoth konnte diese aber nicht gewinnen, denn diese wurden gut bewacht. Je länger seine Frau nun im Koma verweilte, desto leerer wurde sein Inneres und desto menschenverachtender wurde Gabriel Agrest. Schließlich baute sich die Verzweiflung und sein Hass so sehr auf, dass er als Hawkmoth beschloss, die Miraculous an sich zu reißen. Denn bis dahin konnte er es auf dem sanften Wege nicht erreichen, also mussten härtere Methoden her. Marinette stellen sich hier mehrere Fragen, denn sie glaubt nicht daran, dass die Miraculous nur auf diesem Wege hätten helfen können, denn Hawkmoth ist letztendlich gescheitert und hat viel Unheil angerichtet. Er hätte sich das alles sparen und Hilfe bei Meister Fu ersuchen können, denkt sich Marinette, aber sie verharrt im Schweigen, denn sie merkt, dass dies ein besonderer Moment für Adrien ist, dem die Tränen aus den Augen fließen. Als sie sieht, dass auch Gabriel weint, ist sie sich aber sicher, dass er die Wahrheit sagen muss. Adrien und Marinette sehen sich gleichzeitig an und nicken synchron. Beide holen ihre Miraculous aus den Taschen und überreichen diese Gabriel. Dieser kann sein Glück kaum fassen, da er immer noch Zweifel hatte, dass sein Sohn ihm vergeben würde. Schließlich vereint er das Marienkäfer-Miraculous und das Katzen-Miraculous und der gläserne Sarg von Emily Agrest öffnet sich. Alle drei stehen gespannt vor dem Sarg und warten darauf, was nun passieren würde. Rosafarbene Schmetterlinge flattern um Emilys Körper, der immer noch ruhig in einer schlafenden Position verharrt. Es vergehen einige Momente und zunächst ist Gabriel enttäuscht, da er annimmt, dass es nicht funktioniert hat und dass womöglich die Vereinigung der beiden Miraculous nichts weiter als eine reine Legende sei. Aber dann öffnen sich Emilys grün schimmernde Augen und ein Lächeln huscht ihr über das Gesicht. Es scheint fast so, als hätte sie die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet und als wäre sie sich auch im Schlafzustand ihrer misslichen Lage bewusst gewesen. Als hätte sie gewusst, dass ihr Sohn einen entscheidenden Beitrag zu ihrer Rettung beiträgt, lächelt sie ihm zu und bedeutet ihm, zu ihr zu kommen. Beide umarmen sich lange und innig und wieder muss Adrien weinen. Er kann sein Glück kaum fassen. Endlich hat er seine Mutter wieder. Auch Gabriel ist sehr froh, dass er es endlich geschafft hat, seine Frau wieder zurückzuholen. Er würde sich am liebsten auf sie stürzen, weiß aber, dass der Moment zwischen Mutter und Sohn Vorrang hat und geduldet sich noch. Schließlich ist der Sarg unbrauchbar und alle vier kehren per Aufzug zurück in das Haus der Familie Agrest. Diese Vorstellung scheint fast zu schön, um wahr zu sein, denn wir wissen, dass der Einsatz der beiden Miraculous seinen Preis hat. Welche Folge, glaubt ihr, könnte das nach sich ziehen? Erzählt es uns doch unten in den Kommentaren. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gerne mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald.